beginnen wir. Ich freue mich sehr, Sie zur letzten Veranstaltung im Rahmenprogramm der André-M.-Studer-Ausstellung im SRM begrüßen zu dürfen. Ich bin Daniel Weiss, Co-Kurator der Ausstellung und stellvertretender Leiter des GT-Archivs der ETH Zürich, von dem ein großer Teil der Materialien kommt, die in der Ausstellung zu sehen sind. Der Nachlass von André-M.-Studer, also der architektonische Nachlass, liegt mehr oder weniger integral bei uns im Archiv. Und ich freue mich sehr, Sascha Rösler begrüßen zu dürfen, der heute Abend ca. 45 Minuten reden wird. Danach, wenn noch Zeit und Lust da ist, können wir gerne eine Diskussion machen. Ich werde die auch moderieren oder vielleicht selbst noch einige Fragen stellen. Und das Thema haben Sie ja gesehen, es wird vor allem über das Habitat Marocain von André-M.-Studer und Jean Hensch gehen in Casablanca, im Quartier Sidi Othman. Ein Baukomplex, der schon damals zur Entstehungszeit auf sehr viel Resonanz gestoßen ist und überraschenderweise oder eben logischerweise mittlerweile seit den 90er Jahren auch wieder extrem rezitiert wird und in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Ich habe hier eine kleine Auslage gemacht mit neueren Publikationen, in denen das Sidi Othman Quartier vorgestellt wird von Studer und Hensch. Und es ist sehr interessant, und da wirst du ja auch noch darauf eingehen, in welchen Zusammenhängen das dann rezipiert wird. Also ganz wichtig natürlich das Buch von Jean-Louis Tonnel und Monique Elleb, die über Städtebau und Architektur von Casablanca erstmals dieses gültige Kompendium hier zusammengestellt haben. Auch rezipiert hier in Basel schon mal im Zusammenhang mit der Ausstellung im Mitra Design Museum Leben unter dem Halbmond, Wohnkulturen der arabischen Welt. Ich habe da immer einen Einstecker drin, wo dann eben das Sidi Othman Settlement vorkommt, das Habitat Marocain. Dann, da war ich eigentlich zum ersten Mal mit Studer befasst. Das war eine große Veranstaltungsreihe und Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt in Berlin mit verschiedenen Leuten, Filmemachern, Soziologen, Architekturhistorikern etc. Und zwar mit Absicht nicht nur hier aus Europa, sondern wir haben sehr stark zusammengearbeitet mit Leuten aus Casablanca und auch mit Leuten aus Algier, weil der Bogen wird hier eigentlich sehr weit gespannt. Hier geht es um späte postkoloniale Planungen im ganzen maghrebinischen Raum und dann die Auswirkungen auf den Massenwohnungsbau in Frankreich, wie das zurückschlägt dann in den 60er und 70er Jahren. Also es war hier der Fokus. Und dann kommen natürlich die zwei Publikationen von Sascha Rösler selbst. Weltkonstruktion, das ist die überarbeitete Fassung seiner Dissertation. 2008 bis 2010 hat er an der Dissertation gearbeitet, am Lehrstuhl De Platzes an der ETH Zürich. Und daraus ist dieses Buch entstanden. Und auch da spielt als Case Study die Siedlung eine große Rolle. Und dann erst kürzlich eine Ausstellung im Architekturforum in Zürich über das Habitat Marocain, quasi eine Baumonographie, die aber sich auch ganz stark darum kümmert, wie der Aneignungsprozess dann später stattgefunden hat durch die Bewohner. Auch das ein spezifischer Blick auf diese Siedlung. Und dann haben wir hier noch von Monique Elleb, die zusammen mit Jean-Louis Gant schon dieses erste Buch rausgebracht hat, ein langer Artikel in Fass, des Suisse à Casablanca, une modernité adaptée. Und das ist eigentlich dann schon die gute Überleitung zum Titel von hier, Schweizer Architektur. Handelt es sich hier um Schweizer Architektur oder was ist das? Was kann man dazu noch sagen? Und dann die jüngste Publikation überhaupt, in der Sidi Othman-Siedlung eine wesentliche Rolle spielt, vom CCA herausgegeben bei Park Books von Tom Havermet und Maristella Cascato, Casablanca Chandigarh, ein Vergleich
über die Modernisierung einer Stadt oder von Städten in der dritten Welt. Das nur als kurze Übersicht, da kann man gerne dann noch drin rumblättern. Und zum Schluss noch mal zu Sascha Rösler, er hat jetzt, steht da schön drauf, eine SNF-Förderprofessur für Architekturtheorie an der Accademia di Architettura und verfolgt da einige der Fragen, die in seiner Biss oder auch in der Beschäftigung mit Studer schon aufgeworfen hat, weiter. Dann freuen wir uns auf deinen Vortrag. Vielen Dank und auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, ich freue mich wirklich, hier sein zu können und da noch einen kleinen Beitrag zu dieser schönen Ausstellung leisten zu können. Ich beschäftige mich eben, wie gesagt, schon jetzt recht lange mit dem Habitat Marocain, eigentlich also wirklich spezifisch mit dieser Siedlung, mehr noch als mit Studer im Allgemeinen. Und ja, jetzt vielleicht noch zu diesem Titel vorweg. Sie haben sich vielleicht gefragt, Sie möchten ja eigentlich einen Vortrag über, eben über das Habitat Marocain hören. Und das ist eigentlich das, was für dieses Thema wurde ich eingeladen. Und ich möchte dazu noch zwei kurze Vorbemerkungen machen, bevor ich dann einsteige in mein Referat. So in der Vorbereitung habe ich mir nochmals sozusagen diesen Namen vor Augen geführt, Habitat Marocain, also diese eigenartige Tatsache, dass man Architektur mit einer nationalen Konstruktion in Verbindung bringen kann. So wie man das auch in anderen Fällen tut, man redet von finnischer Architektur, von brasilianischer Architektur oder eben auch von Schweizer Architektur oder man eröffnet ein schweizerisches Architekturmuseum, also wir befinden uns ja auch in diesem institutionellen Rahmen. Und da stellt sich vielleicht nochmals die Frage, eben was damit genau gemeint ist, Schweizer Architektur, und das ist dann auch schon in Beziehung zum zweiten Punkt. Ich habe mich gefragt, inwiefern das Habitat Marocain mit heutigen Kriterien von Schweizer Architektur, also das, was so in der Architekturpublizistik der Schweiz normalerweise darunter verstanden wird, inwiefern sich das Habitat Marocain da einreihen würde, inwiefern das diesen Kriterien Genüge leisten würde. Also das ist so als kurze Vorbemerkung, und ich werde jetzt so in vier Schritten vorgehen. Ich werde zuerst eben über dieses Thema Schweizer Architektur sprechen. Was versteht man heute darunter? Ich werde dann im zweiten Schritt die Siedlung vorstellen, für diejenigen, die sie vielleicht nicht so gut kennen, auch ein bisschen eben den, sozusagen den kolonialen Kontext. Ich werde dann noch auf sozusagen eine marokkanische Perspektive oder die Möglichkeit einer marokkanischen Aneignung dieser Siedlung zu sprechen kommen. Sie heißt ja Habitat Marocain, und ist das etwas, was aus marokkanischer Perspektive überhaupt sinnvoll ist, sozusagen so zu formulieren. Und dann im letzten Schritt werde ich dann eben nochmal sozusagen meine Sicht darstellen, also inwiefern Habitat Marocain eine Schweizer Architektur ist oder nicht. Ich beginne mit der Schweizer Architektur. Die Diskussion darüber, was unter Schweizer Architektur zu verstehen sei, begleitet die Architekturdebatten dieses Landes seit seiner Konstituierung als Bundesstaat 1848. Stellvertretend für die durchaus vormoderne Debatte ließe sich auf den ETH-Architekturprofessoren Ernst Gladbach und den von ihm 1868 publizierten Schweizer Holzstil verweisen. Mit der Entstehung und Verbreitung der modernen Architektur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist jedoch ein Moment dazugekommen, dass die nationalen oder gar nationalistischen Auslegungen von Architektur in ein Spannungsfeld zur Internationalisierung ihrer technischen und künstlerischen Mittel und dann in jüngster Zeit zur Dekolonisierung und Globalisierung setzt. Eine Historiografie des Habitat Marocain, welche dazu ansetzt, diese Siedlung in den Kanon einer Schweizer Architektur zu überführen, erfährt ihre treibenden Impulse aus diesen zuletzt genannten Entwicklungen. Indem sich die Historiografie Schweizer Architektur der Internationalisierung der Bautätigkeit stellt, läuft sie allerdings Gefahr, Abstriche
an den bisherigen Definitionen machen und sich neuen Kriterien öffnen zu müssen. Oder in den Worten von Roger Diener, Zitat, wenn wir von der Gestaltung der Details ausgeschlossen werden und ein Bau nicht mehr als Einheit von Entwurf und Produktion realisiert wird, geben wir da nicht etwas preis, das gerade die Qualität der Schweiz, der Architektur aus der Schweiz ausmacht. Ende Zitat. Durch die Internationalisierung der Bautätigkeit wird also eine Schweizer Architektur in Frage gestellt, deren Eigenheit und Qualität sich aus den Rahmenbedingungen eines eingrenzbaren territorialen und staatlichen Gefüges speist. Die heutzutage viel zitierte schweizerische Baukultur ist dabei nur ein wesentlicher Aspekt unter mehreren anderen. Anhand zweier Ausstellungen, die sich noch vor dem großen Globalisierungsschub der 1990er Jahre und der damit zusammenhängenden Etablierung des regionalistischen Paradigmas der Darstellung der Schweizer Architektur angenommen haben, möchte ich nun die heute gebräuchlichen Kriterien der Schweizer Architektur kurz skizzieren. Ich beginne gleich mit der ersten Ausstellung. 1980 sollte von Heinrich Helfenstein, Bruno Jenny, Werner Oechslin und Luigi Snozzi eine von Pro Helvetia in Auftrag gegebene Ausstellung mit dem Titel Architektur in der Schweiz 1970 bis 80 kuratiert werden. Allerdings kam es vor Ausstellungseröffnung zum Zerwürfnis der Kuratoren mit ihren Auftraggebern und der Basler Architekt und Publizist Werner Blaser musste als Kurator in die Bresche springen. Blaser sollte in der Folge Aspekte wie, Zitat, Flexibilität, Bauen ohne Architekt, Mitbestimmung, angepasstes Bauen, neue Dorfarchitektur, Zitat Ende, in der Ausstellung berücksichtigen. Aspekte, die zu behandeln für Helfenstein, Jenny, Oechslin und Snozzi nicht in Frage kamen. In einem in der Zeitschrift Werkbauen und Wohnen 1981 publizierten Rechtfertigungsschreiben verwahren sich die vier genannten gegenüber architektonischen Tendenzen, die auf einem alltagskulturellen, man könnte auch sagen populären Verständnis Schweizer Architektur aufbauen und die von ihnen als, Zitat, soziologisch, direkt ideologisch oder schlicht populistisch bezeichnet werden. Für Helfenstein, Jenny, Oechslin und Snozzi hingegen bildete, Zitat, das neue Bauen und die daraus hervorgegangene Avantgarde-Bewegungen der internationalen Architektur den entscheidenden Bezugspunkt der Schweizer Architektur, Zitat Ende, und nicht etwa die Bedürfnisse der Nutzer, die sich im, Zitat, sogenannten demokratischen, partizipatorischen Bauen niederschlugen. Und in einem anderen Artikel, der von Helfenstein publiziert wurde in der Architese, ist eigentlich dieses sehr ausführlich bereits entwickelte Konzept, eben das nicht realisiert wurde, zu sehen, und man sieht eben diese, sie nennen das auch so Bezugspunkt Frank Lloyd Wright, Bezugspunkt Le Corbusier, Bezugspunkt wieder Le Corbusier, Mies van der Rohe, Bauhaus und so weiter. Also das sind sozusagen die Referenzen Schweizer Architektur. Zentraler Streitpunkt war also die grundsätzliche Beurteilung dessen, was unter Schweizer Architektur zu verstehen sei. Für die vier Autoren war klar, dass, Zitat, wir heute weniger denn je von einer schweizerischen Architektur, sondern lediglich von der Architektur in der Schweiz sprechen können. Zitat Ende. Mit dieser Offenheit gegenüber einer Vielfalt der Strömungen war eine Distanznahme gegenüber Homogenisierungsbestrebungen markiert, die sich auf eine einzige nationale Architekturidentität beriefen. Worin sich die vier Autoren allerdings mit jenen, von denen sie sich abgrenzten, einig waren, war der territoriale Rahmen der Schweiz als Prämisse einer Definition von Schweizer Architektur. Auch Helfenstein, Jenny, Oechslin und Snozzi versuchten mit ihrem Ausstellungskonzept die staatlichen Institutionen, die nationale Öffentlichkeit und die historischen Bedingtheiten der Schweiz als notwendige Voraussetzungen der Architektur in der Schweiz zu begreifen. Dieser, man könnte sagen, aufgeklärte
oder verfassungsrechtlich inspirierte und weniger kulturalistisch vordefinierte Zugang zur Schweizer Architektur ließe doch ebenso wenig an einen Rekurs auf eine Siedlung wie etwa das Habitat Marocain in Casablanca denken. Auch im Licht eines am Staat und seinen Institutionen geschulten Verständnisses von Architektur war die definitorische Selbstbezogenheit nicht aufgehoben. Die zweite Ausstellung, die ich kurz erwähnen möchte. Einen anders gearteten Ansatz verfolgte die drei Jahre zuvor, nämlich 1978, am GTA der ETH Zürich gezeigte Ausstellung Schweizer Bauen im Ausland. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, wann und wo Schweizer Architekten und Ingenieure die globale Bauproduktion mitgeprägt haben. Die Ausstellung nahm einen Aspekt Schweizer Architektur vorweg, der 20 Jahre später, also 1998, auch in Monique Eleps programmatischen Aufsatz, Daniel hat es schon erwähnt, «De Suisse à Casablanca, une modernité adaptée» aufscheint. Als Ethnologin war Elep für die Zirkulation von Ideen, Waren und Personen sensibilisiert und damit für die Veränderbarkeit und die Verflechtungen von architektonischen Traditionen. Casablanca, so Eleb, war in den 1940er und 50er Jahren ein von Schweizer Architekten mitgeprägtes städtebauliches Entwicklungsgebiet. Heinz Ronner, seines Zeichens Leiter des GTA, bezeichnet in seinem Vorwort zum Katalog der Ausstellung Schweizer Bauen im Ausland die Zirkulation von Baufachkräften als, Zitat, den Normalzustand der Bauwirtschaft und gerade nicht als deren Ausnahme, Zitat Ende. Für ihn stellt, Zitat, das Bauen per se ein Wirtschaftszweig dar, welcher großräumige Bewegungen der Bauleute bedingt, mit Ausnahme der großen Baukonjunkturen des 12. und 13. Jahrhunderts und des 19. Jahrhunderts, zuzüglich lokaler Konjunkturen nach großen Kriegsereignissen. Ende Zitat. Bauen sei, so Ronner, in hohem Maße die Tätigkeit von herumziehenden Meistern, Handwerkern und Handlangern, sesshaft waren vorwiegend gewisse Sparten des Nebenbaugewerbes. Die koloniale Bauproduktion, allen voran jene der Franzosen, der Briten, der Italiener und der Holländer, beruhte mit ihren Stadtentwicklungsprojekten auf dieser von Ronner angesprochenen globalen Zirkulation von Baufachkräften. Insofern kann es nicht erstaunen, dass Jean Hensch und André Studer den Weg ins französische Protektorat Marokko gefunden hatten und dass das Habitat Marocain im Katalog der Ausstellung verzeichnet ist. Auf Seite 153 ist unter dem Stichwort André Studer zu lesen, Zitat, Marokko, Casablanca, Arabersiedlung, Habitat, drei Bauten mit ca. 120 Wohnungen, zusammen mit Jean Hensch 1953 bis 1956, Zitat Ende. Und hier noch, vielen Dank Dani, das hat er mir kürzlich zugeschickt, das ist das Ausstellungslayout und diejenigen, die der ETH Hönckerberg kennen, erkennen natürlich das legendäre sechseckige Physikgebäude. Und da ist unter anderem auch André Studer eingezeichnet. Und da André Studer eigentlich nur einen wesentlichen Bau im Ausland gebaut hat, das ist das Habitat Marocain, war offensichtlich hier dieses Habitat Marocain in der Ausstellung vertreten. André Studer, Studienkollege von Jean Hensch an der ETH Zürich, wurde 1953 von diesem eingeladen, in Casablanca an der Entwicklung eines Habitat Marocain mitzuwirken. 1951 hatte der damals erst 30-jährige Hensch in Casablanca ein eigenes Architekturbüro eröffnet. Sein Onkel Konrad Hensch, Bankier in Paris, hatte den jungen Architekten eingeladen, in Casablanca für eine Gesellschaft französischer Investoren zu bauen. Dabei handelt es sich um das Groupement Foncier Marocain. Dieses war mit der Erstellung und Verwaltung von Immobilien in Marokko betraut. Es entwickelte unter anderem die Siedlung Habitat Marocain in Sidi Othman, einem neuen Quartier in Casablanca. Hier sieht man
dieses Quartier, ein Blick von einem der Bauten, von der Baustelle des Habitat Morgen, das ist der Blick auf den Markt, der ebenfalls gebaut wurde. Und dann im Hintergrund sieht man eigentlich das leere Land. Also man erkennt, dass Casablanca wurde eigentlich komplett neu gebaut in der ersten Jahrhunderthälfte durch die französische Protektoratsmacht. Das Architekturbüro bestand aus rund 8 Personen, unter denen sich neben Franzosen auch die Schweizer Architekten Jacques Binden, Marc Moset und Charles Giron befanden. Neben dem Habitat Marocain errichtete das Büro Jean Hensch in Marokko ein Verwaltungsgebäude nördlich von Rabat, Siedlungen in Agadir und Rabat sowie das Hotel Gazelle d'Or in Taroudant. Und hier jetzt ein erstes Bild eben dieser Siedlung. Habitat Marocain, ein sehr schönes, wie ich finde, von einem unbekannten Fotografen, soweit ich weiß. Und es gehört heute natürlich zum Nachlass und ist im Goethe-Archiv und wurde unterdessen auch vielfach publiziert. Auf solche Austauschprozesse rekurrierend begreift Heinz Ronner die schweizerische Situation als eine seit je von Austausch geprägte, insofern als, Zitat, das Bauen im Ausland nicht Export bleiben kann, sondern Austausch impliziert. Austausch zwischen ökonomisch und kulturell definierten Regionen. Ende Zitat. Mit der Ausstellung zum Schweizer Bauen im Ausland zeichnet sich also ein Architekturverständnis ab, das auf der Zirkulation von Personen und dem Austausch von Ideen beruht und durch Verflechtungen zwischen unterschiedlichen Regionen und gar Kontinenten geprägt ist. Architekten-Expats bringen die gemachten Erfahrungen in Form von kulturellem Import in die schweizerische Architektur mit ein. Zu fragen wäre also, inwiefern Studers Hauptwerk in der Schweiz oder eines seiner Hauptwerke, das Religions- und Kulturzentrum La Salle in Bad Schönbrunn, ohne die formalen und strukturellen Ordnungen, wie sie im Habitat Marocain zur Anwendung kam, denkbar ist. Eine Architektur wiederum, die grundlegend von ihrem marokkanischen Umfeld mit beeinflusst wurde. Zusammenfassend ließe sich typisierend von 3 gängigen Definitionen Schweizer Architektur sprechen. Diese prägen heute die Debatten zu diesem Thema. Erstens ließe sich von einer kulturellen Definition als schweizerische Architektur sprechen, wie sie von Personen wie etwa Werner Blaser portiert wurde. Dieses regionalistische Verständnis hat seit den 1990er Jahren stark an Bedeutung gewonnen, nicht zuletzt im Zuge der analogen Architektur und ihrer heutigen Vertreter an den Hochschulen. Im Fahrwasser dieses Verständnisses sind die heute gebräuchlichen Kriterien wie Einfachheit, Präzision, Materialgerechtigkeit etc. etc. aufgekommen. Zweitens ließe sich von der territorialen Definition als Architektur in der Schweiz sprechen, wie sie von Personen wie Werner Oechslin portiert wurde. Dieses am Projekt der Moderne orientierte Verständnis ist nicht primär traditionsgebunden, sondern zukunftsorientiert technokratisch, indem es einen professionellen Ausbau der gebauten Umwelt und Infrastruktur der Schweiz verpflichtet ist. Drittens schließlich ließe sich eine staatsbürgerliche Definition hervorheben, wie sie in der Formel Schweizer Bauen im Ausland zum Ausdruck kommt. Im Gegensatz zum kulturellen und territorialen Verständnis von Schweizer Architektur ist die staatsbürgerliche Deutung durchlässiger für Einflüsse von außen, aus dem Ausland. Die staatsbürgerliche Definition kommt durch ihre Bindung an den Körper und den Pass der Architekten zustande, der gewissermaßen zirkulationsfähig ist. So verstanden ist Schweizer Architektur potenziell überall da auf der Welt anzutreffen, wo Schweizer Architekten und Architektinnen bauen. Gut, dann komme ich nun zu meinem zweiten Punkt. Jetzt möchte ich ein bisschen die Siedlung vorstellen, das Habitat Marocain. Die intensiven städtebaulichen Aktivitäten der Protektoratsmacht hat in den 1940er und 50er Jahren zahlreiche französische und andere ausländische Baufachkräfte nach Casablanca gelockt. In Jean-Louis Goens und Monique Eleb's grundlegender Studie von 1998, sie wurde eben erwähnt, Casablanca, Colonial Myth and Architectural Ventures,
finden sich zahlreiche Hinweise einer insgesamt europäischen Prägung dieser Stadt in jener Zeit. Monique Elle bezeichnet das damalige Casablanca gar als, Zitat, europäische Metropole. Im französischen Protektorat Marokko bestand die größte urbanistische Herausforderung darin, der durch Landflucht und Binnenmigration ausgelösten Wohnungsnot in den Städten Abhilfe zu schaffen. Besonders betroffen von den rasch wachsenden informellen Siedlungen, den sogenannten Bidonvilles, war Casablanca das wirtschaftliche Zentrum des Protektorats. Innerhalb weniger Jahrzehnte war Casablanca von einem Fischerdorf zum größten Hafen Nordafrikas gewachsen. Die Stadtplanungsbehörde von Casablanca war unter anderem aufgefordert, so rasch und so billig wie möglich Wohnraum für weitgehend mittellose Bevölkerungskreise zu erstellen. Habitat Marocain war im Namen dieser urbanistischen Aufgabenstellung der Name dessen, was getan werden musste, und war entsprechend ein weit verbreiteter Ausdruck, der auf unterschiedliche Siedlungen in Marokko angewendet wurde. Erst später sollte daraus der historiografische Name einer einzelnen Siedlung, eben jener von Henstuder, werden. In seiner städtebaulichen Programmschrift Casablanca, Le Roman d'une Ville, spricht Michel Ecochard von 1946 bis 1952 Chefplaner von Casablanca von neu zu errichtenden marokkanischen Quartieren, den sogenannten Quartier d'Habitat Marocain. Ecochard ließ große Flächen der städtischen Peripherie Casablancas in ein Grundraster von 8x8 Meter aufteilen, mittels dessen eine dezidiert horizontal ausgerichtete Entwicklung gefördert werden sollte. Und hier ist dieses Grundraster zu sehen, wie es von Ecochard sozusagen und seinem Team entwickelt wurde, 8x8 Meter, das sind sozusagen diese quadratischen Einheiten. Und dann rechts dieses Bild, wo man eben einerseits links erkennt man noch die Bidonville und rechts dann bereits diese neue Ordnung, die da entsteht. Von dieser städtebaulichen Grundeinheit, also 64 Quadratmeter, erhoffte man sich die basale Bedürfnisdeckung der vom Land in die Stadt gekommenen Familien. Um eine den sozialen Realitäten angemessene städtebauliche Entwicklung zu konzipieren, wurde ein Regelwerk ausgearbeitet, das flexibel genug war, um auf unvorhersehbare Entwicklungen zu reagieren. Nicht zufällig ist in diesem Zusammenhang La Trame, das Gerüst, ein Schlüsselbegriff, der eine Unterscheidung zwischen basaler städtischer Infrastruktur einerseits und individuellem baulichem Handeln sowohl von Architekten als auch von Nutzern andererseits ermöglichte. Entsprechend war von einem Prinzip evolutiv die Rede, von einem evolutionären Entwicklungsprinzip, das den Planungsansatz in den neuen Quartieren kennzeichnete. Die Quartier d'Habitat Marocain waren als Habitat evolutiv als wachsende Habitate vorgesehen. Die zwei Entwürfe des Habitat Marocain von Henstuder sind im Kontext dieser urbanistischen Denkweise zu beurteilen. Während der erste Entwurf des Habitat Marocain bestehend aus pyramidenförmigen Gebäudeclustern, aus militärischen Gründen von den Behörden zurückgewiesen wurde, wurde der zweite Entwurf bloß als Fragment realisiert. Hier sieht man eins der sehr schönen Modelle von Terre Studer gebaut. Die Fotos sind am Strand in Casablanca entstanden. Basierend auf drei Gebäudetypen waren 23 fünfgeschossige Wohnhäuser vorgesehen. Gebaut wurde schließlich je ein Typ sowie ein Teil des Marktes. Und hier sieht man diesen Situationsplan der Gesamtsiedlung, so wie es gedacht war, mit diesen drei Typen sich wiederholend, und gebaut wurde dann sozusagen eine solche Einheit plus der Markt. Die drei Wohnhäuser, zwei Zeilen mit ein- und zweiseitiger Orientierung sowie ein Punkthaus, wurden im April 1956, nur wenige Wochen nach der Ausrufung der Unabhängigkeit Marokkos, von den Bewohnern bezogen. Das Konzept des Habitat Evolutiv hat das Habitat Marocain seither maßgeblich geprägt. Die in Selbstbauweise kontinuierlich angebrachten Anpassungen sind unter Berücksichtigung des genannten planerischen Regelwerks
durchaus urbanistisch vorgedacht und nicht im Widerspruch dazu entstanden. So gesehen erscheint das Informelle im Fall des Habitat Marocain weniger dem Formellen entgegengesetzt, als vielmehr daraus hervorgegangen. Den elementaren Bedürfnissen der marokkanischen Bevölkerung galt es gemäß ihrer spezifischen Lebensweise und dem sozialen Status urbanistisch gerecht zu werden. Dafür wurde unter anderem eine ethnografische Forschung benötigt, welche Grundlagen für eine neue, nunmehr kulturspezifische Architektur Marokkos erarbeitete. Das Bemühen vieler Architekten jener Zeit, der kulturellen Totalität Marokkos in der Entwurfsarbeit habhaft zu werden, ist als Folge der allgemeinen Empirisierung der architektonischen Forschung in jenen Jahren zu werten, wobei eine Differenzierung in institutionalisierte und individuelle empirische Forschungsansätze vorzunehmen ist. Während im institutionellen Rahmen städtebaulicher Planung interdisziplinäre Forschungsgruppen des Service de l'Urbanisme die marokkanische Lebensweise umfassend erforschten, haben Autorenarchitekten wie etwa Aldo van Eyck, Georges Gandilis oder André Studer eine phänomenologisch zu bezeichnende Annäherung an das maghrebinische Umfeld betrieben. Sie befanden sich damit eher in Übereinstimmung mit einem generellen damaligen existenzialistischen Interesse am Fremden, denn mit einer empirischen Tatsachenforschung im engeren Sinn. Studer etwa bereiste parallel zur Planung und Umsetzung des Habitat Marocain zusammen mit seiner Frau Therese wiederkehrend die Gebirge des Atlas und Anti-Atlas sowie die Wüste, sodass quasi ethnografische Spiegelungen zwischen seinen Entwürfen und der traditionellen Architektur, zwischen dem Geplanten und dem Beobachteten entstanden. Ich zeige jetzt drei Fotos eben aus diesen, von diesen Reisen. Das war das erste, nun das zweite. Die Relevanz dieser Recherchereisen für seine Entwürfe hat Studer 2006 rückblickend folgendermaßen kommentiert, ich zitiere: "Ich wollte ein Gefühl bekommen für die Kultur der Leute, die in den Bidonville gelebt haben. Nach einigen Reisen durch Marokko haben mich besonders die Berberortschaften südlich des Atlasgebirges interessiert." Ende Zitat. Monique Elleb spricht in dem bereits erwähnten Aufsatz von einem bemerkenswerten Zusammentreffen von, Zitat, "konstruktiver Leidenschaft und ethnologischem Blick, insbesondere Schweizer Architekten", Zitat Ende. Während es in der institutionalisierten Sozialforschung darum ging, mittels statistischer Methoden die planerische Bedürfnisbestimmung für Zehntausende von Menschen sicherzustellen, suchten Architekten wie Studer nach formalen Synthesen des vernakulären marokkanischen Bauens und begriffen die Bauaufträge entsprechend als kulturell zu deutende Modernisierungsprojekte. Insbesondere der Patio, der maghrebinische Innenhof, ist von den europäischen Architekten jener Zeit als Ferment architektonischer Identität in Nordafrika ausgelegt worden. Das Programm eines typischen Habitat Marocain beinhaltete allem voran einen Innenhof, dazu kamen 2 bis 3 Zimmer und eine rudimentäre Küche mit Toilette. Und hier ein schönes Baustellenfoto, wo man eben sieht, also Studer, Hensch haben ja dann diesen Patio sozusagen an die Fassade verlegt, das sind eben diese Patio-Balkone gewissermaßen, und die Brüstungen waren überhoch, also man konnte nicht rausschauen, so blieb sozusagen dieser inwendige Effekt gewährleistet. Die wechselseitigen Beeinflussungen von institutioneller Sozialforschung und formorientierten Recherchen einzelner Architekten haben die Habitatjahre Marokkos geprägt. Die städtebauliche Eigenart Casablancas, wie sie in der Endphase des französischen Protektorats Kontur angenommen hat, resultierte aus der Kombination eines statistisch legitimierten Masterplans mit formal eigenwilligen Einzelbauten. Am Habitat Marocain ist dieses doppelt gepolte Kraftfeld deutlich abzulesen. Form und Zeit, Patio und Habitat evolutiv bilden ein konzeptionelles Zweigespann, das der Siedlung mit ihren expressiven und unterdessen überbauten Patio-Balkonen ihr schillerndes Gepräge verliehen hat. Das Habitat Marocain ist insofern eine typisch
europäische Architektur, als sie kulturspezifische Elemente mit universellen Baumethoden verbindet. Soweit diese Ausführungen zur Siedlung als solche und nun einige Überlegungen zu einer sozusagen marokkanischen Aneignung dieser Siedlung. Wird das in der Architekturpublizistik weiterum verwendete Kriterium des Territoriums als sine qua non der Zugehörigkeit zu einer bestimmten nationalen Architektur auf das Habitat Marokkan angewendet, dann handelt es sich um eine marokkanische Architektur. Auch in Anbetracht des heute eingebürgerten Namens eine geradezu tautologisch anmutende Aussage. Bemerkenswerterweise jedoch und entgegen der Logik des Namens hat eine Rezeption, die diese Architektur auf affirmative Weise aus marokkanischer Perspektive als spezifisch marokkanische Architektur identifiziert, bis vor kurzem nicht existiert. Es ist davon auszugehen, dass diese Architektur für Jahrzehnte von den Bewohnern Casablancas als eine europäische oder französische Siedlung wahrgenommen wurde. Der historiografisch überlieferte Name Habitat Marokkan beruhte jedenfalls auf einer kolonialen Zuschreibung von außen, die nichts über das Selbstverständnis in Marokko und das Verhältnis der Bewohner zu dieser Siedlung aussagt. Eine Rezeption, die dezidiert eine marokkanische Perspektive zur Geltung bringt, hat erst in den letzten 10 Jahren eingesetzt, ausgelöst durch postkoloniale Theoriedebatten in der Architektur, und Daniel hat schon einige der Publikationen erwähnt. Zur Disposition steht seither auch die Anerkennung dieser Siedlung als schützenswertes architektonisches Erbe der Stadt Casablanca. Eine solche Anerkennung, ein Begriff Hegels, ein Begriff, der durch Hegel geprägt ist, eine solche Anerkennung ist dabei schwieriger zu bewerkstelligen, als es die eingespielten denkmalpflegerischen Prozeduren der Schweiz vielleicht nahelegen. Im Kern geht es um die Fragestellung dieses Vortrags, die Zugehörigkeit einer Architektur zum Bannkreis eines eigenen und eigentlichen sowie die Integration fremder Einflüsse. Eine marokkanische Aneignung des Habitat Marokkan muss sich von einseitigen Rezeptionsformen distanzieren oder gar verabschieden, wie sie aus europäischer Perspektive vorgedacht wurden und die allesamt auf die Identifizierung seiner Andersheit als Arabersiedlung oder afrikanische Architektur hinausliefen. Dazu 2 kurze Beispiele aus der frühen Rezeptionsgeschichte dieser Siedlung. Das erste Beispiel: 1959 kommentierte die Journalistin Silvia Kugler in der Zeitschrift Du die Araberhäuser von André Studer im typischen Jargon jener Zeit, Zitat: Was hier gebaut wird, ist eine Synthese von funktionellem neuen Bauen mit einer neuen Rücksichtnahme auf menschliche, seelische Bedürfnisse ebenso wie auf die Einfügung in die Gesetze eines Landstriches und eines Volkes, Zitat Ende. Indem Silvia Kugler über die kolonialen Entstehungshintergründe der Siedlung schweigt und stattdessen allgemein menschliche Denkfiguren bemüht, schreibt sie sich in jenes europäische Narrativ des Universalismus ein, das Jean-Paul Sartre 2 Jahre später, also 1961, in seiner Einleitung zu Franz Fanons Die Verdammten dieser Erde, einer berühmt-berüchtigten Diskreditierung unterzogen hat. Sartre bezeichnete Fanons Lektüre dieses Universalismus als, Zitat, Striptease unseres Humanismus. Auf dieser Kritik Sartres am Humanismus aufbauen, wird der ambivalente Status derjenigen erkennbar, die von Silvia Kugler in diesen Humanismus mit ein- und gleichzeitig von ihm ausgeschlossen werden, eben als sogenannte Araber einer Arabersiedlung. Zweites Beispiel: Im Laufe der 1960er Jahre hat der deutsche Architekturhistoriker Udo Kultermann das Habitat Marokkan als Teil einer neuen afrikanischen Architektur rezipiert. Sowohl Neues Bauen in Afrika von 1963 als auch New Directions in African Architecture von 1969 räumten dem Habitat Marokkan ausführlich Platz ein. Weit stärker als in den
Kontext der unabhängig gewordenen Nation stellte Kultermann die Siedlung in den Rahmen des Kontinents Afrika, den er durch die Dekolonialisierung und die Befreiung der afrikanischen Völker sozusagen einheitlich geprägt sah. Für Kultermann war das Habitat Marokain Bestandteil eines neuen Afrikas und einer anderen modernen Architektur, die die Geschichte und die Prämissen des europäischen neuen Bauens überschreitet und dieses für neue Ansätze öffnet. Solche einseitigen Lesarten des städtebaulichen Erbes als Arabersiedlung oder afrikanische Architektur können heute jedoch schwerlich dazu beitragen, einer marokkanischen Perspektive gerecht zu werden, die aus dem europäischen Kolonialismus hervorgegangen ist. Architektonisch stand das postkoloniale Nation-Building Marokkos und anderer ehemaliger Kolonien von Anfang an unter dem schwierig zu vereinbarenden doppelten Anspruch, das kulturelle eigene nunmehr in Abgrenzung vom kolonialen europäischen Erbe zur Geltung zu bringen, ohne jedoch dabei die Anforderungen eines modernen Nationalstaates nach einer zeitgemäßen Infrastruktur zu vernachlässigen. Entsprechend ambivalent war der Umgang der neuen postkolonialen Eliten mit dem baulichen Erbe, das die Europäer hinterlassen hatten. Der Architekturhistoriker Namdi Ele spricht mit Blick auf Afrika entsprechend von zwei kulturpolitischen Lagern, die das Verhältnis zum erwachenden Interesse am vernakulären und generell eigenen Bauen prägten. Während das eine Lager die Erschließung des regional verankerten traditionellen Bauens ins Zentrum stellten und im modernen Bauen die Perpetuierung, die Weiterführung der kulturellen Hegemonie des Westens sahen, erkannte das andere Lager gerade in der Überwindung der als rückständig erachteten traditionellen Bauweisen ein zukunftsträchtiges Vorgehen. Die rigide Positionierung der beiden genannten Lager für oder gegen die westlich konnotierte moderne Architektur, für oder gegen die afrikanisch konnotierte vernakuläre Architektur, machte die angestrebte postkoloniale Identitätsbildung zu einem Unterfangen, bei der das eigene immer wieder als etwas Fremdartiges erschien und umgekehrt. Und was als das eigene und Fremde angesehen werden konnte, war äußerst schwierig zu klären. Herrschte doch in beiden Lagern ein Architekturverständnis vor, das streng in eigenes und fremdes, zeitgemäßes und überliefertes schied, ohne faktische Hybridisierungen anerkennen zu können. Gerade die Anerkennung der Hybridisierung ist jedoch die Voraussetzung, um zu einer zeitgemäßen Rezeption des Habitat Marokain zu gelangen. Zu einer solchen Rezeption gehört heute auch, die drei Bauten des Habitat Marokain nicht als abgeschlossenes Werk, architektonisches Werk, sondern als transformierbare Struktur wahrzunehmen. Seit rund 60 Jahren wird das Habitat Marokain von den Bewohnern ihren sich wandelnden Bedürfnissen angepasst. Die Architekturhistorikerin Gwendolyn Wright bezeichnet die Mechanismen, die einer solcher Art überformten kolonialen Moderne eigen sind, als Strange Adaptations and Inversions. Afrikanische Städte wie Casablanca verfügen über mehrdeutige Modernitäten, die aus den Konfrontationen zwischen europäischer Baukultur und afrikanischen Lebensweisen hervorgehen. Ausschlaggebend für die jahrzehntelang währende Transformation der drei Gebäude des Habitat Marokain war neben einem generellen Wandel der Lebensstile, Stichwort Verwestlichung, die sich verändernde Zusammensetzung der einstigen Großfamilien. Der allmähliche Übergang von größeren familiären Verbünden zu Kleinfamilien dürfte sich unter anderem in der mikroräumlichen Ausdifferenzierung der Wohnungen niedergeschlagen haben. Die baulichen Transformationen konzentrierten sich anfänglich auf die zwei Stockwerke hohen Patiobalkone, die schon rasch in geschlossene Räume überführt wurden und gingen mit der Zeit in die Neustrukturierung des Wohnungsinnern. Die Wohnungen waren ursprünglich fensterlos im doppelten Sinn. Aus Kostengründen wurde auf die Verglasung der bandförmigen Öffnungen verzichtet, aus kulturellen Gründen wurde von der Möglichkeit zur Aus- und Einsicht abgesehen. Die Brüstungen der Patiobalkone verfügten ursprünglich über eine Höhe von 1,8 Meter,
die Wohnungen übernahm eben insofern die nach innen gebannte Logik der introvertierten maghrebinischen Hofhäuser. Sinnbildlich für den allgemeinen gesellschaftlichen Wandel steht entsprechend die Einführung der Lochfenster, die ursprünglich gegen oben offenen Patiobalkone wurden durch die Bewohner aufgemauert und zugedeckt und die neuen Räume mit Lochfenstern versehen. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Weltarchitektur. Das Habitat Marocain muss heute zwar als ein architektonisches Erbe Marokkos anerkannt werden. Im Umkehrschluss gilt jedoch auch für das architektonische Erbe der Schweiz, dass es sich nicht mehr im regional eigenen erschöpft, sondern zunehmend in transkulturellen und transnationalen Topografien zu verorten ist. Die Involvierung Schweizer Architekten im spätkolonialen Nation Building hat zu einem baulichen Erbe außerhalb des schweizerischen Territoriums geführt, das berberische und arabische Spuren aufweist. Oder anders gesagt, unter dem Vorzeichen eines Habitat Marocain ist Schweizer Architektur auch zu einer europäischen Architektur, zu einer afrikanischen Architektur geworden, ist, warum auch nicht, Weltarchitektur. Ohne konzeptionellen Rekurs auf diese je nach Perspektive fremdartig anmutenden Kategorien und die durch sie implizierten kulturellen Verflechtungen ist heute ein adäquates Verständnis der nationalen Architektur der Schweiz, zumindest nach meinem Dafürhalten, nicht mehr zu leisten. Dementsprechend kann Schweizer Architektur heute nicht mehr allein regionalistisch, kulturell, territorial oder staatsbürgerlich interpretiert werden, vielmehr muss sie in einem globalen Zusammenhang eingereiht werden, der durch den europäischen Kolonialismus geschaffen wurde und der im Zuge der Dekolonisierung und Globalisierung zu einer neuen Form von Transkulturalität in der Architektur hinführt. Während in einer konventionellen Architekturgeschichtsschreibung der Schweiz also das Habitat Marocain nicht auftauchen kann, würde sie in einer erweiterten, postkolonial informierten Sicht die Siedlung einen prominenten Platz einnehmen. Mit ihr ließe sich ein Atlas der Schweizer Architektur machen, der als Globalgeschichte konzipiert das Werk der vielen Auslandschweizer Architekten berücksichtigt. Eine solche revidierte Architekturgeschichtsschreibung der Schweiz hätte nichts damit zu tun, bloß festzustellen, ob in der globalen Bautätigkeit schweizerischer Architekturbüros die Kriterien der nationalen Architektur durchgehalten wurden. Vielmehr wäre nach systematischen Öffnungen, Verschiebungen und Hybridisierungen Ausschau zu halten. Das Habitat Marocain liefert zahlreiche Hinweise, wie sich solche semantischen Verschiebungen in unserem Verständnis von Schweizer Architektur womöglich in Zukunft vollziehen werden. Verallgemeinert man für einmal das Habitat Marocain, dann zeigt sich ein strukturalistisch zu bezeichnender Grundzug der Schweizer Architektur. Das von Hen Studer geplante Habitat Marocain verband auf eine für den späteren Strukturalismus exemplarische Weise ein Ordnungskonzeptualismus mit kulturalistischer Kodierung der Gebäudeteile. Neben der im Wohnungssektor ungewöhnlichen Stützenplattenbauweise ist es das bei allen drei Bauten strikt durchgehaltene 3x3 Grundraster, das die transitorische Strukturbildung im Übergangsbereich von formellen und informellen Gebäudeteilen geprägt und zur faszinierenden räumlichen Komplexität der Siedlung geführt hat. Also, wenn ich von Ordnungskonzeptionalismus rede, hätte wahrscheinlich Studer von Harmonik gesprochen. Also das wäre dann auch noch zu bedenken, was da vielleicht dann die Unterschiede wären. Studer bezeichnete in einem 1962 in der holländischen Architekturzeitschrift Forum publizierten Artikel die von ihm entworfene Baustruktur als, Zitat, ein dominierendes Gerüst, innerhalb welchem sich Wünsche und Bedürfnisse des Lebens ausdrücken können. Zitat Ende. Seit den 1930er Jahren hat die Frage nach dem Zusammenspiel von architektonischem Gerüst und dem Leben der Nutzer nicht aufgehört,
als wachsendes Haus oder anpassungsfähiges Bauen Architekten zu beschäftigen. Der holländische Planungstheoretiker Nicolas Abraken hat diesen vitalistischen Tendenzen in der Architektur mit seiner grundlegenden Unterscheidung in Support und Infill eine theoretische, strukturalistisch zugespitzte Rahmung gegeben. Und hier ist so ein Ausschnitt eben aus einer der Bauten von Habitat Maurgen, wo ich finde, wo man nochmals vor Augen geführt bekommt, eben wie sich vielleicht dieses Zusammenspiel aus Gerüst und dann Bewohnern, die dieses Gerüst interpretieren, wie sich das manifestiert bei diesem Ansatz Support Info. Zum Abschluss, ich bin eigentlich am Ende, noch eine kurze Zusatzbemerkung. Und könnte es sein, dass die von Fanon und Sartre angedeutete unmögliche Identität des postkolonialen Subjekts längst die einzig mögliche Identität geworden ist? Eine jedenfalls, die mehr und mehr auch zum Leitbild einer neuen Form transkultureller Architektur aufsteigt. Sartre bringt das postkoloniale Dilemma in seinem Vorwort zu Die Verdammten dieser Erde so auf den Punkt. Zitat: Fanon verheimlicht nichts. Um gegen die Europäer zu kämpfen, muss die ehemalige Kolonie auch gegen sich selbst kämpfen. Oder vielmehr, beides ist ein und dasselbe. Zitat Ende. Wer wüsste heute den Ausgang dieses Kampfes und, auf die Architektur gewendet, den Ausgang dieser globalen Verflechtung? Denkbar wird eine postkoloniale architektonische Identität jedenfalls erst dann, wenn das andere als mögliches Eigenes in den Prozess der wechselseitigen Anerkennung überführt wird, so wie aus marokkanischer Perspektive die kolonialen Siedlungen als ein nunmehr eigenes Erbe anerkannt werden. Namenspolitisch muss sich eine solche postkoloniale Identitätsbildung auch als Neubenennung äußern. Das Habitat Marocain hat so verstanden heutzutage keinen Namen mehr. Danke. Also wie gesagt, wenn noch Lust besteht auf eine Diskussion oder Fragen an Sascha Rösler, dann seid ihr damit herzlich aufgefordert. Ja? Die Frage: Gibt es Erkenntnisse, wie das heute ist in Casablanca? Die politische Situation, kennen Sie sich da aus oder nicht so? Also, was meinen Sie stadtpolitisch? Ja, politisch. Politisch, aber Franzosen sagen ja nicht mehr. Ja, also vielleicht, was man sagen kann, ist schon, dass in den letzten Jahren so ein lokales Interesse an diesem baulichen Erbe, das ja eigentlich ein modernes Erbe ist, eingesetzt hat. Und es gibt unter anderem eine Institution, das Casa Memoir, da kannst du vielleicht, also da kannst du sicher viel mehr erzählen als ich, die organisiert unterdessen Stadtführungen, kümmert sich um, also setzt sich für den Erhalt dieser Siedlungen ein. Natürlich passiert das alles vor dem Hintergrund eines Nullbudgets sozusagen der Stadtverwaltung, also viele Dinge sind gefährdet. Ich weiß aber zum Beispiel, ohne die genauen Hintergründe zu kennen, dass es zu einer Art Pinselrenovation dieser Siedlung gekommen ist, 2012. Das hat da in diesem Buch auch ein Bild davon, wo es auch zu einer neuen Farbgebung gekommen ist. Also man hat eigentlich sozusagen diese Unterscheidung zwischen formellen und informellen Teilen zum Verschwinden gebracht, indem man alles neu verputzt hat, und dann wurde so ein Farbkonzept entwickelt mit weißen und roten Tönen. Und klar, das ist auch so. Also, und ich kenne die Hintergründe nicht. Ich weiß nicht, wer das in Auftrag gegeben hat, wer das finanziert hat und so weiter. Aber das sind sicher Hinweise, dass man ein Interesse bekommen hat. Als ich 2006 das erste Mal da war mit meinem Freund Florian, wurden wir verhaftet vor Ort, weil wir einfach
als totale Fremdkörper in diesem Quartier aufgefallen sind und wir wurden irgendwie als westliche Terroristen angeschaut und wurden dann ein paar Stunden auf der Polizeiwache festgehalten. Und ich denke, unterdessen sind so viele Architekturunis an dieser Siedlung vorbeigezogen, also das Quartier ist wahrscheinlich jetzt unterdessen im Bilde, dass das eine wichtige Siedlung ist. Vielleicht kannst du also noch mehr. Die Bewohner sind ja auch ziemlich stolz auf die Siedlung und sehr häufig wohnen eigentlich immer noch die Erstbewohner oder ihre Nachkommen in diesen Wohnungen. Das ist doch auch sehr ungewöhnlich. Und auch mit dem Publikumsaufmarsch, also mit den Leuten, die sich jetzt diese Siedlung anschauen, hat das aber nicht aufgehört, dieses Misstrauen. Also Hubertus Adam in der Vorbereitung der Ausstellung war eben auch in Casablanca, kurz vor Ausstellungseröffnung, und ihm ist exakt dasselbe passiert wie euch. Also er wurde auch als Terrorist da irgendwie abgefangen und aufs Polizeirevier abgeführt, bis sich dann herausgestellt hat, dass er eben Architekturhistoriker ist und über den Architekten des Hauses arbeitet und so. Und ich glaube, so muss man sich auch die Lage da vorstellen. Also es ist es gibt also jetzt eine Denkmalpflege, die eher so in unsere Richtung geht, die kümmert sich eigentlich immer noch jetzt in Casablanca praktisch ausschließlich um die Medina, also um den alten Kern, und auch da nur um quasi die ganz hoch geschätzten Bauten, natürlich nicht um die normalen Wohnbauten. Und Casa Memoir, was du vorher erwähnt hast, das ist ein privater Verein, viele Architekten dabei, die das in ihrer Freizeit so betreiben und versuchen, die Aufmerksamkeit auf dieses bauliche Erbe eben genau dieser Zeit, dieser 50er Jahre vor allem, zu lenken. Und die Ausstellung, die wir in Berlin gemacht haben, bei der wir eben auch das Habitat Marocain gezeigt haben, die ging dann auch nach Casablanca weiter, und wir haben dann mit Casa Memoir und anderen Akteuren vor Ort, Künstlern unter anderem und Filmemachern, dafür gesorgt, dass die im Abattoir, im ehemaligen Abattoir, also im Schlachthof, gezeigt wird, weil sich eine Gruppe von Leuten, Kulturschaffenden, darum bemüht hat, dass diese Abattoir, die eben genau auch aus dieser Zeit sind und eine ähnliche Mischung zeigen zwischen quasi europäischer Moderne und ethnografischem Interesse und lokalem Bedürfnissen und so, dass diese zu einem Kulturzentrum umgebaut werden und nicht abgerissen werden und durch eine Investorensiedlung ersetzt werden. Und das zum Beispiel ist gelungen. Also es muss man sagen, dass die Aufmerksamkeit, die das dann auf dieses Bauensemble gelenkt hat, hat dann genügt, um von der Stadt, das gehörte ja der Stadt, von der Stadt diese Gebäudigkeiten zu bekommen und da ein Kulturzentrum einzurichten und damit das zu erhalten. Also so muss man sich das vorstellen. Das geht so sehr informell. Also vom Staates wegen ist da kein großes Interesse da und auch kein Geld. Also muss man auch sagen. Und eben also denkmalpflegerisch, ich weiß nicht, vielleicht willst du da auch noch irgendwas kommentieren, als Schweizer Denkmalpfleger oder Basler Denkmalpfleger, ist das natürlich einfach, also finde ich, sind das natürlich hochspannende Fragen, eben wie man mit der Tatsache umgeht, dass das weitergebaute Siedlungen sind, also wie Schweizer Denkmalpfleger konservieren oder erhalten eine bestimmte Baustruktur in einem Zustand, den man vielleicht als ursprünglich oder was auch immer erachtet. Und hier ist einfach eben diese Tatsache, dass natürlich die ganze Stadt ist durch Informalisierung geprägt. Also alle, es gibt keinen modernen Schlüsselbau Casablancas, vielleicht außer wirklich in der Innenstadt, der nicht sozusagen informell überformt ist, oder? Und was da ein Schweizer Denkmalpfleger dann sozusagen entscheiden würde, das fände ich eine sehr spannende Diskussion, oder eben auch lokale Denkmalpflege, oder? Das, also es braucht da, das habe ich jetzt auch in meinem Referat anzudeuten versucht,
eine Diskussion, es braucht eine Art Kriterienkatalog, es braucht eine neue Art der Wertschätzung für dieses Weiterbauen, für diesen Anteil, oder den ich finde, den man eben tatsächlich sozusagen auch aus diesem urbanistischen Regelwerk bereits legitimieren kann. Also auf jeden Fall sind sicher ganz andere Fragen sozusagen aufzuwerfen und zu debattieren, als man es in der Schweiz normalerweise tun würde. Also wir hatten mit bestimmten Leuten von Casa Memoria dann auch ziemlich heftige Diskussionen. Also es war nicht ganz Casa Memoria dieser Meinung, aber ein wesentlicher Teil fand jetzt zum Beispiel bei dieser Siedlung spezifisch, die müsste man eigentlich wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückführen. Und wir haben gesagt, ja, aber ist ein bisschen schwierig, oder? Und sie waren dann erstaunt, dass wir quasi da aus Europa irgendwie eine andere Meinung vertreten, und zwar alle von uns. Und das hat zu einigen Diskussionen dann geführt. Und man muss sich auch vor Augen führen, was bedeutet das für die Leute, die da drin wohnen? Wer bezahlt das? Was kosten die Wohnungen nachher, wenn sie irgendwie quasi wieder fast chirurgisch, archäologisch zurückgeführt werden in ihren Ursprungszustand? Das heißt natürlich, dass die ursprüngliche Bewohnerschaft da dann weg ist und die wirtschaftlichen Verhältnisse zum gesamten Maghreb und spezifisch auch in Marokko, also wir kennen alle die Bilder der Flüchtlinge, ist natürlich im Moment nicht rosig. Also ich würde sagen, das würde den Leuten gar nicht entsprechen, die dort leben. Dass man es wieder zurückversetzt? Ja, das ist ja doch nicht möglich. Ich meine, die bauen auch immer weiter an ihrer Architektur. Eben, finden wir auch, oder? Außer dass vielleicht marokkanische Architektureliten finden, man müsste wieder so einen Reinzustand herbeiführen. Also das ist genau diese Frage, was ist jetzt der richtige Standpunkt oder die richtige Herangehensweise? Was mich wundert, was baut man heute? Keine Ahnung, ich war nicht dort. Sehr unterschiedlich. Also es ist ja so, dass dann Marokko und insbesondere Casablanca auch nachher noch eine quasi architektonische Hochburg war. Es waren dann vor allem marokkanische Architekten, die quasi auch dieses Erbe dieser adaptierten Moderne sehr stark weitergeführt haben. Also gibt es ein paar ganz brillante Architekten, die das auch bis heute irgendwie so weiter tun. Und im großen Stil, wenn man sich jetzt den Wohnungsbau anschaut, dann ist sehr vieles irgendwie einfach so internationale Investorenarchitektur, also sehr schlechte Architektur wiederum, die auch massiv eigentlich abweicht von diesen ursprünglichen Ecochar-Planungen und überhaupt nicht evolutiv ist oder irgendetwas in dieser Hinsicht. Also da bilden sich so Satellitenstädte jetzt massiv rund um Casablanca, frisst sich das so langsam irgendwie in die Landschaft rein und ich kann es auch nicht eigentlich weiter präzisieren. Also ich sehe es auch so und ich weiß, dass Casablanca hat eine sehr gute Architektur-Uni-Fakultät. Da war ich auch mal für eine Präsentation und ich meine, das schafft natürlich dann auch ein Umfeld, oder? Die Frage ist dann immer, was einzelne sozusagen Autorenarchitekten tatsächlich urbanistisch bewirken können. Das gilt für die ganze Welt, aber ich finde, in diesen Ländern ist es speziell so, oder? Wir haben keine eigene Schule oder eigene Ideen, haben wir nicht. Das kann ich so ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ja. Die haben sicher eigene Ideen, aber wie prägnant das ist. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, und die Stadtentwicklung funktioniert natürlich auch politisch und ökonomisch ganz anders. Also wir müssen uns vorstellen, das findet tatsächlich irgendwie unter kolonialen Bedingungen statt. Das ist auch ein Laboratorium, also die öffentliche Hand. Die französischen Protektoratsbehörden hatten natürlich extrem weitgehende Vollmachten und das ist so nicht mehr vorhanden. Also die Stadtautoritäten haben nicht mehr die gleichen Möglichkeiten, um Stadtplanung zu machen wie zu dieser Zeit. Und gleichzeitig hat man natürlich ganz viele
heute eher nicht mehr europäische, sondern sehr stark quasi arabische Investoren, die da tätig sind. Und das sind so die Bedingungen, unter denen heute halt ein Architekt arbeiten muss. Ja. Ich komme nicht von diesem Architekturgebiet, aber das ist von draußen nur mein Eindruck. Man hat Gebäude gesehen, man sagt, das ist Habitat. Aber man redet nicht von den Leuten, die drin wohnen. Warum? Es macht Spaß, in diese Gebäude zu wohnen. Wäre interessant für mich. Ob es Spaß oder macht? Oder sieht man die Architektur nur von draußen? Also eben, am Schluss habe ich ja Bilder gezeigt, ja. Oder? Genau. Also das ist, Architektur ist ein Teil, ist sicher draußen. Ja. Aber das ist gemacht zum Wohnen. Ja. Denn die Hauptsache sollten, ja. Sind die Leute, die drin wohnen, wenn ja. Die Spaß machen, das Sinn. Also, nicht das Gegenteil der Gebäude. Ja. Für die Architekten ja. Sind die Gebäude wunderbar, für ja. Die Leute ist das. Also ich finde, so eben dieses Weiterbauen, das macht sicher Spaß, oder? Also sie haben sich sozusagen, sie hatten Möglichkeiten, sich zu vergrößern, oder? Grundsätzlich kann man sagen, das war sozialer Wohnungsbau. Das ist aus heutiger Perspektive immer sehr eng und klein und da war es vielleicht sogar noch gesteigert. Also das waren kleine Räume, gut, so ein Patio, ich glaube, das war so in der längsten Variante ungefähr 7 Meter auf 3 Meter. So etwas oder gut, das war ja immer in diesem 3 Meter oder Maß, genau. Und da war die Idee war wirklich, dass eigentlich dass sozusagen also das Wohnzimmer sollte der Patio sein, oder? Das war eigentlich da war, also das war auch eine Art Projektion natürlich derjenigen, die das konzipiert haben, der westlichen Architekten, der französischen, Schweizer Architekten. Da war die Vorstellung, weil in Marokko sozusagen der Alltag sich draußen abspielt, zumindest im Hof, im Innenhof, dann machen das die Leute auch. Und es hat sich einfach gezeigt, dass das sozusagen eine Art Aneignung stattfindet, die das anders interpretiert. Also insofern glaube ich, das scheint, also es hat sich niemand gestoppt und das waren bestimmte, also mehr als akzeptable Wohnungen und viele waren nicht in dieser Art qualitativer Wohnungen untergebracht, die da in dieser Zeit, sagen wir 50er Jahre, in Casablanca gelebt haben. Ich weiß nicht, gibt es so eine ungefähre Antwort? Also ich meine, oder wollen Sie noch auf etwas anderes hinaus? Also nein. Ihnen, also Sie stellen auch die Frage nach der Qualität der Innenräume gewissermaßen, oder nicht nur nach ja, diesem Außenblick? Ich weiß nicht, wenn man geht für ein Habitat, man sollte von den Wünschen von den Leuten ja. Zu den Gebäuden kommen. Ja. Das ist, ich komme gar nicht von diesem ja. Gebiet. Ne? Aber gut. Und, ja. Und man macht nicht zuerst ein Gebäude, das schön ist, und dann sagt die Leute, du bist drin. Du musst drin wollen. Aber das ist natürlich ein spezifischer Ansatz. Oder? Ja. Und da muss man sagen, alle diese Architekten, die zu dieser Zeit da gebaut haben in Casablanca, also, die führenden, heute auch noch sehr bekannten Architekten wie etwa Gandilis, Josic Wurz von Nord-Afrika, also Corbusianer, Corbusier-Schüler, die haben eben eher das gemacht, was du gesagt hast, also quasi so eine quasi ethnologische Forschung. Sie haben, ich weiß nicht, wie sehr sie mit den Leuten dann in den Dörfern auch gesprochen haben, wirklich. Aber vor allem viel beobachtet. Ja. Viel beobachtet und dann daraus quasi ihre Vorstellungen, was gut wäre für die Leute, abgeleitet. Dieser Ansatz, dass man mit den Leuten richtig reden geht, dass man quasi soziologische Untersuchungen macht, das ist dann halt schon eher 60er Jahre, muss man sagen. Also beziehungsweise wirklich partizipativ, also zusammenarbeiten ja. Mit wirklich zuerst Bewohner fragen, was wollt ihr und so. So war es nicht, aber
das ist ja das Erstaunliche, es gab wirklich ein Interesse, oder, an dieser Lebensweise. Oder? Und das Interessante ist, dass es dann trotzdem wieder zu einer Interpretation dieser Interpretation gekommen ist durch die Bewohner. Also die haben das wiederum natürlich dann in ihrem Sinne sozusagen verarbeitet oder eben diese Wohnungen anders ausgebaut und so. Und die Stützenplattenbauweise, sehr selten im Wohnungsbau bis heute, die hat das eben möglich gemacht eigentlich. Man konnte jede x-beliebige Wand sozusagen rausnehmen oder in diesen Wohnungen. Also das war, finde ich, eben sehr intelligent gedacht. Also auf vielen eben eigentlich dementsprechend, was Sie jetzt ein bisschen so einfordern würden. Strukturell zumindest. Da wurde ja nur ein kleiner Teil jetzt gebaut, also diese drei Häuser, was ist dann jetzt da entstanden, oder ist etwas entstanden, oder was ist die Umgebung jetzt eigentlich da, oder wann wurde da weitergebaut, in welcher Form? Ja, es ist einfach dann eine Art marokkanische Billigstversion der Quartiersentwicklung also, entstanden. Aber nicht mit dem gleichen Muster? Oder nein, so. Überhaupt nicht. Also, es war wirklich dann mit der Unabhängigkeitserklärung 1956 ist es zum Baustopp gekommen. Die Franzosen haben, also die ganzen Geldflüsse wurden gestoppt, es wurde nichts mehr sozusagen finanziert und die ausländischen Baufachkräfte sind dann wirklich sehr rasch sozusagen aus dem Land. Oder? Und auch die Franzosen, es war ja eben eine europäische Metropole mit sehr viel auch französischen Bewohnern. Ich habe mal eine mit Katja zusammen 2011 in Casablanca getroffen, ich glaube die ging auch weg mit der Unabhängigkeit, das ist unterdessen eine alte Frau, eine Französin, und die ist dann auch wieder zurückgekommen. Und das ist, also es gibt wirklich nicht mehr viele Franzosen, oder? Und also wenn man da dann in Casablanca Jahrzehnte gelebt hat, da war man also ein extremer Fremdkörper, hatte ich das Gefühl, oder? Und das war das, also das sind schwierige Lebensbedingungen, wenn man sich sozusagen dieser Logik der Dekolonialisierung als Europäer oder sogar als Franzose widersetzt hat. Also ich weiß nicht, was das für eine Existenz, für ein persönliches Leben bedeutet hat, oder? Aber bei ihr habe ich einfach auch wirklich diese große Wertschätzung für dieses urbanistische Erbe auch gespürt, weil sie mit dem ist sie noch groß geworden, oder? Mit dem ist sie aufgewachsen. Das war sozusagen ihr Spiegel, das war ihre Stadt, oder? Und Casablanca sieht heute natürlich, sieht ganz anders aus. Eben, das sind dann eigentlich schon ein bisschen auch in der Logik dieses Eco-Chagrets, eigentlich diese Rasterung. Es ist oft Stützenplatte, vielleicht formalisiert, entweder komplett informell oder formalisiert, eine Stützenplattenbauweise mit Backstein ausgefacht und dann so eine Art Bauweise, die man eigentlich im gesamten arabischen Raum sieht, immer mit diesem Erdgeschoss, wo vielleicht noch ein Laden sein kann, untergebracht ist, und dann die oberen Geschosse, die wachsen können potenziell, also man kann weiter aufstocken und da oben wird dann gewohnt. Also die Grenzen zwischen formell und informell, die sind also zum Teil inexistent, zum Teil komplett fließend zumindest. Also wir haben ja vorhin im Bild auch diese einstöckigen Teppichsiedlungsstrukturen gesehen, die eben auf diesem Plan Ecochar zuerst errichtet wurden, und da muss man sich vorstellen, dass da ist nichts mehr einstöckig, also das ist alles drei, vier, fünf Stöcke und entlang der Straße vor allem, den Straßenzügen dann aufgestockt, und so ähnlich sieht das auch in Sidi Ottmann aus, also das hat sich eigentlich die Siedlung, dieser kleine Siedlungskern des Abita Marokain ist eigentlich komplett eingewuchert, man findet es kaum. Also wenn man die alten Bilder kennt, dann irrt man da rum und denkt sich, ja, wo ist jetzt das Ding, bevor man es dann mal so zwischendrin irgendwie so sieht. Also als Vorschlag für eine andere, neue Stadtstruktur hat das so nicht funktioniert. Da wäre wahrscheinlich das ursprüngliche, das pyramidenförmige Projekt sinnvoller gewesen, aber das durften sie ja nicht. Ja. Können wir gerne vorbei? Nein, also wie? Wenn ihr wollt.
Also vielen Dank, Herr Rösel, das ist sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich würde selber wieder gerne schauen, aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen spannend. Sehr interessant. Ja, also Gazamemoir würde Sie sicher umführen. Ja, ja. Ja. Welchem Jahr sind Sie das letzte Mal? 2011. Ist auch schon wieder vor. Ja, ja, ja. Da, wo Sie verhaftet worden sind. Nein, das war 2006. Ah, auch später sind Sie ja. Aber da ist alles blau Eco-Char, einfach so. Ja, das ist das Bett einfach im... Ja, flach. Sozusagen, genau. Das ist ja riesig, das wäre ja wahnsinnig. Aber die Sachen vom Gardelis, die stehen ja auch noch. Ja, die stehen auch noch. Aber die haben nicht weitergebaut, auch nicht weitergebaut. Also gut, das ist so der, das nicht das, ja, die, das kennen sicher viele Architekten da im Publikum, die berühmten Semiramis und Nitabei von Candidis Wutz, oder? Und Nitabei ist ja eigentlich so eine Art, war so eine Art Vorgängervariante, könnte man sagen, von dieser von André Studer entwickelten Struktur. Und die ist heute, also das sind auch zwei Stockwerke hohe Balkone, die da zum Einsatz kamen. Und die Fassade ist heute komplett homogen zugemauert. Ja. Also das ist, und natürlich Lochfenster sozusagen. Also das, diese, da sieht man gar nichts mehr sozusagen von dieser ursprünglichen. Oder also, es hat ja keine weitere kirchliche Bauer gegeben, auch weder kirchliche noch muslimische. Also muslimische natürlich Moscheen, also da, die, ich glaube, die größte oder zweitgrößte Moschee der Welt wurde in Casablanca gebaut. Sind die also auch so monströs? Die ist sehr monströs, ja. Das, die ist ausgesprochen monströs. Ja. Aber ich meine, da diese zentrale Kathedrale, oder die, ja, die ist sehr schön, die ist auch, die wird für, als ich da 2011 war, wurde sie für Ausstellungen genutzt. Und das ist ein extrem eindrücklicher Bau. Also da, diese Dinge sind noch vorhanden, aber die Leute sind nicht mehr, also sind nicht mehr da. Also du, es hat einfach viel zu wenig sozusagen christlich-europäische Leute, die diese Tradition, oder auch jüdische, oder? Ja, ja. Es gibt sicher noch ein paar Juden, aber das, ich meine, das war eben, also eigentlich überall mit der Dekolonisierung, die Leute sind gegangen, oder die Europäer. Das hat sich übergeben. Also, vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen.